Für alle, die also jetzt erst dazukommen, noch mal eine kleine Einführung, weil unser Thema um die Uhrzeit jetzt im Rahmen der Kulinaria sind immer Tastings. Also wir hatten schon Öl-Tastings, wir hatten schon Schinken-Tastings und jetzt dreht sich unser Thema komplett um Fleisch-Tasting. Also die verschiedenen Sorten, die verschiedenen Qualitäten, die man so findet. Und da haben wir uns natürlich auch wieder einen Experten eingeladen, der viel dazu erzählen kann. Und der ist seit 2007 bereits Executive Chef im Marriott Hotel in Frankfurt. Deswegen begrüßen Sie bitte mit einem großen Applaus Thomas Pfarr. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Und dann hat er noch einen wunderbaren Assistenten mitgebracht. Das ist der David Schaumburger. Bitte auch für ihn einen großen Applaus. Ich bin gespannt, wie es Ihnen schmeckt. Sagen Sie uns auch Bescheid, geben Sie uns Feedback. Gerne auch so die Favoriten. Welche Tapenade schmeckt Ihnen denn am besten? Daumen gehen schon hoch. Das ist gut. Wird kräftig genickt. Ja, ja, gibt noch. Wir haben hier noch welche, die braten wir noch. Also keine Sorge für die, die jetzt denken, leer ausgegangen zu sein. Wir machen hier noch weiter. Diese grüne Soße, so ein bisschen kräftiger mit den großen, also nicht ganz so fein gehackten Kräutern drin. Und jetzt kommen die hier raus. Sie heben den Daumen, das schmeckt gut. Dann legen noch mal alle kurz ihr Besteck zur Seite und geben einen Riesenapplaus für Thomas Pfarr. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wer ist denn von Ihnen richtig überzeugter Fleischesser? Jeden Tag muss Fleisch auf die Hand schon hoch. Das heißt, unsere Aufgabe ist es natürlich jetzt auch, oder wir haben uns dieses Ziel gesetzt, auch die mal mit ins Boot zu holen, die sagen, ich brauche das jeden Tag, um zu zeigen, was für Alternativen es gibt und was für wirklich großen Variantenreichtum Mutter Natur uns mitgegeben hat an Gemüse, dass wir wirklich auch abwechslungsreich und lecker durch die Woche kommen, sozusagen, bis dann sonntags unser Braten wieder auf dem Tisch stehen darf, oder? Genau. Und was gibt es denn jetzt hier Leckeres Vegetarisches? Ich übernehme so, mal kurz. Wunderbar. Jeder hilft hier mit. Ja, das ist ja was ganz Tolles. Normalerweise heißt es ja manchmal, viele Köche verderben den Brei, aber das habe ich hier auf der Bühne auch noch nicht erlebt und wahrscheinlich im Marriott auch nicht, weil man hilft sich gegenseitig und dann geht es auch flotter. Wahrscheinlich verpasst, weil es war in der Vorbereitung. Der Spargel wurde hier mit diesem Schäler geschält. Ich war ganz dankbar, weil mir wurde in meiner Kochlehre immer gezeigt, Spargelschäler, und dann hat man da immer so... Also bei mir hat sich das immer, da waren ja diese großen Schrauben bei dem Spargelzähler, also Zähler, genau, bei dem Spargelschäler. Und dann verfängt sich das da so da drin. Also ich fand es immer ungemütlich und habe sowieso auch angefangen mit so einem zu schälen, als ich jetzt gesehen habe, Thomas Pfarr arbeitet auch mit dem. Warum nicht? Der ist jetzt ein bisschen so kleiner gedrückt, dass er wenig abschneidet, aber geht genauso. Also keine Sorge beim Spargelschälen, nehmen Sie einfach Ihren normalen Sparschäler, den Sie zu Hause haben. Genau. Und das geht wunderbar, den sind Sie auch gewöhnt, das Handling und so, also das geht einwandfrei. So, da sehe ich schon ganz viele glückliche Gesichter. Hat geschmeckt? War das lecker? Großes Strahlen und hat... Toll. Sehr schön. Hat jemand im Fleisch gefehlt in der Runde? Wollen wir gar nicht. Schön. Aber es ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben noch zwei weitere Köstlichkeiten hier für Sie vorbereitet. Das heißt, bleiben Sie einfach noch einen Augenblick. Auch die Dame hat sich schon einen köstlichen Wein geholt. Eine wunderbare Idee. Gehen Sie zu Wein und Wahrheit. Die schenken auch offen aus. Also Sie brauchen jetzt nicht gleich eine ganze Flasche kaufen. Können Sie dann, wenn er schmeckt, einfach noch im Nachhinein mitnehmen. Aber gehen Sie doch ruhig vorbei und holen Sie sich zu den Köstlichkeiten, die Sie hier schlemmen, noch einen passenden Wein in ein Gläschen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Auch vielen Dank an David für vielen die Dank. Großartige Unterstützung. Es war mir eine Freude. Jetzt wird hier natürlich gleich wieder umgebaut und abgebaut. Schön, schön, dass Sie da waren. Und wann geht es hier natürlich gleich weiter wieder mit Fisch, mit Gregor Engels. Erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Genießen Sie noch, schlemmen Sie und wir bauen in der Zwischenzeit um. Vielen herzlichen Dank. Ein Schlussfoto mit dem. Danke. Ein Schlussfoto.